Hallo liebe Darts-Freunde und herzlich willkommen zurück hier bei deindart.de. Ich bin Max und habe heute einen weiteren Darts-Test für euch. Und zwar soll es heute um den Red Dragon Javelin gehen. Alle Infos zum Dart bekommt ihr wie immer jetzt gleich im Video. Viel Spaß! Der Dart ist, ebenso wie der Razer Edge, den wir euch bereits vorgestellt haben, ein Dart der unteren Preiskategorie, der aber ebenso klasse verarbeitet ist. Er besteht aus einer 85%igen Tungstenlegierung und besitzt über fast das gesamte Barrel einen breiten Rillengrip, der auf einer Skala von 1 bis 10 ungefähr eine 5 bis 6 ist. Im hinteren Bereich ist ein Bereich ohne Grip, auf dem das Red Dragon Logo eingelasert ist. Das Barrel hat eine lange, gerade Form und es gibt den Dart in 20, 22 und 24 Gramm, wobei das Barrel immer 54,6 mm lang ist. Der Durchmesser ist beim leichtesten 6 mm, beim mittleren Modell 6,35 mm und beim schwersten 6,45 mm, also immer recht schlank gehalten. Die Darts, die ich im Video spiele, sind nicht mehr im Original-Setup. Er wird geliefert mit zwei Sätzen Standard Red Dragon Flights und einem Satz Nylon Shafts. Wie du siehst, spiele ich sie mit Red Dragon Nitro Tech Shafts und Red Dragon Hardcore Flights. Viel mehr gibt's über den Dart eigentlich gar nicht mehr zu sagen. Die Darts sind, wie schon gesagt, klasse verarbeitet und man bekommt, so wie man es von Red Dragon gewohnt ist, auch für kleines Geld einen grundsoliden Dart. Gerade für Leute, die ihren Wurf finden wollen, scheint uns der Dart eine exzellente Möglichkeit zu sein, da er den klassischen Allrounder darstellt. Er besitzt einen durchschnittlichen Grip, ist ausgewogen, was den Schwerpunkt angeht und besitzt ein gerades Barrel. Also eigentlich, wie gesagt, der perfekte Allrounder, um hereinzufinden. Der Dart bekommt von uns, also vor allem für Einsteiger, definitiv eine Kaufempfehlung. So, das war's dann jetzt soweit mit dem Darts-Test. Ich hoffe, der hat euch schon mal gefallen. Ich habe aber noch zwei, drei Sachen, die ich jetzt gerne mit euch besprechen würde. Und zwar haben wir unseren ersten Podcast released, in dem wir immer unterschiedliche Themen in den nächsten Wochen und Monaten ansprechen werden. Wenn euch die ganze Sache interessiert, dann checkt doch mal den Link in der Videobeschreibung ab. Die zweite Sache ist, dass wir auch in Zukunft planen, Livestreams zu veranstalten, vor allem eventuell während der großen Turniere, sodass ihr quasi unseren Stream und das Event nebeneinander laufen lassen könnt und euch währenddessen so mit allen möglichen anderen Leuten über das Event austauschen könnt. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann zeigt uns das doch mit einem Daumen nach oben. Ansonsten stellt uns auch gerne Fragen für den Podcast oder für Livestreams in die Kommentare oder wenn ihr andere Ideen habt, wie wir eins von beiden eventuell besser gestalten könnten. Und zu guter Letzt will auch ich nochmal Danke sagen an euch da draußen, dass ihr uns so Woche für Woche so tatkräftig unterstützt. Ihr seid jetzt mittlerweile über 1200 Abonnenten. So eine Zahl war für uns eigentlich kaum vorstellbar und deswegen sind wir noch immer sprachlos. Macht weiter so. Großes Dankeschön. So, das war's jetzt dann aber wirklich mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, schreibt alle Wünsche, Anregungen und so weiter in die Kommentare. Und dann sehen wir uns definitiv demnächst wieder beim nächsten Video. Bis dahin natürlich wie immer allzeit Good Darts.